Grüß euch bei Natürlich gekocht im Dezember. Ja, Weihnachten steht wieder vor der Tür und jeder, der keine Lust mehr hat auf schweres Fondue und Raclette, für den habe ich heute eine Alternative, nämlich ein wunderschönes Festtagsmenü mit Fisch. Dazu hat unsere Kräuterspezialistin, die Bettina, wieder eine Challenge für mich und das möchte ich mir jetzt einmal kurz anschauen. Ja, wir sind jetzt mitten in der Weihnachtszeit und wir wollen uns den wunderbaren Duft von Tannennadeln und Fichtennadeln in unsere Räume, aber auch in unsere Gerichte bringen. Und dafür habe ich für dich, Markus, ein Tannennadelöl gezaubert, das du für eins deiner Gerichte verwenden sollst. Zusätzlich sollst du noch ein paar heimische Küchenklassiker einbauen, die super Nährwerte haben, wie den Kren und die Äpfel. Und die Kartoffeln, die holst du von einem Kartoffelbauern. Wow, das wird spannend. Jetzt bin ich gespannt, wie das riecht. Wow, das riecht voll intensiv. Das hätte ich mir nicht gedacht. Bin ich echt gespannt. Das wäre eine coole Challenge. Das werden wir jetzt gleich in die Vorspeise einbauen. Und zwar habe ich da schon eine super Idee. Da gibt es nämlich ein lateinamerikanisches Gericht, das heißt Ceviche, ist mit rohem Fisch. Wir nehmen natürlich unseren heimischen, und zwar vom Stefan, meinem Fischzüchter. Und das werden wir uns jetzt gleich mal anschauen. Moin Stefan! Hey, ja, moin! Markus, servus! Du, ich brauche deine Saibling. Wie schaut's aus? Ja. Hättest du was für mich? Freilich, haben wir alles. Ich brauche einen zum Rohverarbeiten. Okay. Und einen zum Braten. Okay. Hättest den du da? Rohverarbeiten habe ich gestern noch rausgefangen. Ah, super. Der ist im Kühlschrank, das passt mit. Gut. Ja. Und einen frischen. Ich glaube, den magst du selber hinfangen. So, oder? Ja, freilich. Okay. Ist probiert. Ist so kalt? Nein, das passt schon. Sollen wir mal probieren, oder? Du, jetzt pass auf. Auskennen tust du dich? Ja, zeig mir's du mal. Jetzt pass auf. Nicht, dass ich einen Plätzchen mache. Du musst jetzt ein bisschen anlocken, weißt du? Okay. Und vorne. Ziehst du und aneinander. Ganz schnell. Den Kescher reinfahren. Boah, da ist ein großer. Ja. Den will ich. Ah, okay. Ein Hupf rein. Ziehst du? Ah, ja, schau. So funktioniert's. Cool. Aber jetzt lasse ich dich selber da, gell? Ja. Na, dann magst du den aussuchen, was du willst. Ja, super. Bei mir nicht so viel, weil bei dir heißt. Du, aber ich stehe dich an. So, jetzt magst du einen aussuchen. Der da, hä? Ja, der ist super. Der passt genau. Ja? Der Fisch. Du, wie ist denn das da so im Winter? Hast du da gefriert dazu? Oder? Ja, teilweise gefriert zu, sage ich mal, aber zum Glück nur am Rand, weil es ist das fließende Wasser. Okay. Und das bleibt eigentlich allweil offen, auch wenn es richtig kalt ist. Ja. Wie tust du mit, dem Fudern? Mit Fudern, wie viel brauchen die dann? Stellen wir schon ein bisschen zurück. Fudern dann wir nachher und eigentlich, wenn es richtig kalt ist, jeden zweiten, dritten Tag eigentlich. Okay. Also du siehst dann eh. Wir es fressen nicht. Sind sie da nicht so hungrig? Da sind sie nicht so aktiv und da sind sie auch nicht so hungrig, genau. Ja. Was züchtest du sonst noch so außer die Saibling? Du, neben die Bachsaibling tue ich noch die Bachfarö. Die sind aber eher für die Fließgewässer gedacht, sage ich einmal. Dann Regenbogen- und Lachsfarön, aber eher im geringeren Maß. Und Seefarö, da habe ich Stamm von Zörsee. Da bin ich ein bisschen stolz. Okay. Und die Esche habe ich auch noch, die tue ich auch noch züchten. Und die ist aber rein nur für Besatzzwecke. Ja, die ist fast ausgestorben, gell? Die ist fast ausgestorben, ja. Da gibt es ganz wenig und ja. Da gibt es auch nicht mehr viel, die züchten, weil es irrsinnig aufwendig ist und auch die Lachfische sind sehr selten eben. Und ich sage jetzt einmal, retten sie. Wir dann die selber anstreifen, mehr oder weniger, ist irrsinnig aufwendig. Und setzen die dann zum Beispiel beim Diersbach-Stausee von der Salzburg AG. Da sitzt mit denen und die haben sich gewaltig entwickelt da oben. Also, wo es eigentlich keiner gedacht hat, dass das so gut da funktioniert. Ja. Dann gib dir einen Fisch. Ja. Danke. Und ich nehme einen Kescher und Fuhrer. Dann saß wir wieder. Perfekt. Dann schauen wir auf. So, der Markus, da waren die Fisch. Super, danke Stefan. Okay. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Ciao, Mal, danke. Ciao, servus.
Für die Ceviche-Marinade brauchen wir ein bisschen Gemüse. Und zwar eine rote Paprika, die werden wir uns ganz fein würfeln. Als nächstes schneiden wir uns unseren Junglauch in ganz feine Scheibchen. Dann brauchen wir ein bisschen einen gehackten Koriander, Gartenkresse und unser Essig ist eigentlich der Zitronensaft. Bei den Zitronen ist es so, in erster Linie unbehandelte Zitronen verwenden. Und damit ihr richtig ordentlich Saft rauskriegt aus der Zitrone, nehmt ihr die und rollt die einmal richtig, dass sich der Saft innen drinnen löst und dann habt ihr natürlich viel mehr Ausbeute. Dann natürlich auch ein bisschen was für die Schärfe, und zwar eine Chilischote. Da seid ihr ein bisschen vorsichtig, weil das wird gleich einmal zu scharf. Wenn ihr die Chilischote ein bisschen entschärfen wollt, ja, dann schneidet ihr die auseinander und nehmt aus der Mitte diese Membran heraus, denn in dieser Membran ist das Capsaicin, das die Chilischote scharf macht. Und als Tipp von mir bei der Chili, macht ihr das immer zum Schluss, weil natürlich die Schärfe abfärbt, überall aufs Brett und auch auf die Finger und vorzeichnet in die Augen, weil es tut richtig hässlich weh. Jetzt brauchen wir noch unser Tannennadelöl von der Bettina, das was so wunderbar duftet nach Tannennadeln. Also ich bin so gespannt, wie das dann schmeckt. Das wird sicher voll genial. Und würzen tun wir mit einem frischen Steinsalz. Da könntet ihr sogar die Tannennadeln noch reinhäckseln. Dann habt ihr da auch noch ein bisschen Tannennadelgeschmack drinnen. Die Fichte sticht die Tanne nicht. Ganz weiche Nadeln, abgerundet vorn an den Enden mit einer Rille in der Mitte drinnen. Ist immer nur der beliebteste Nadelbaum, den wir uns in der kalten, kühlen Jahreszeit in unsere Häuser stellen. Manche kennen vielleicht die Triebspitzen der Tanne, die man verwendet für einen Hustensirup, Hustenhonig oder auch ein Gelee. Die Tanne hat Gerbstoffe, ätherische Öle, aber auch das Vitamin C ist enthalten. Und auch zu der Jahreszeit jetzt können wir uns das zunutze machen. Sie wirkt hustenlindernd, hustenreizlindernd, schleimlösend, desinfizierend, aber auch desinfizierend auf unsere Harnwege. Und was ganz toll ist, sie wirkt nervenstärkend. Häufiger findet man bei uns aber die Fichte als die Tanne. Und die Fichte ist im Wirkungsbereich der Tanne sehr ähnlich. Sie wird auch den Atemwegen zugeschrieben. Das Aroma und der Duft ist mehr zitronig und orangig und bei der Tanne eher waldig. So, weiter geht's mit unserem Fisch vom Stefan. Da habe ich gleich einen Tipp für euch. Jeder, der sich da ein bisschen scheut vor dem Fischfiletieren. Der Fisch ist ja, wenn er ganz frisch ist, hat er so eine schleimige Schicht drauf. Und damit ihr euch leichter tut beim Filetieren, dann legt ihr euch eine Küchenrolle drunter und dann kann der nicht rutschen und dann ist das viel einfacher. So, jetzt werden wir uns da mal unsere Oberseite filetieren. Gehen da rein. Direkt schön auf diesen Mittelgrat und gehen durch den Fisch durch. Und da müssen wir jetzt dann nur noch die Gräten ziehen und dann können wir den schon verarbeiten für unser Ceviche. Und weil wir natürlich für unser Ceviche einen super top frischen Fisch brauchen, ist das mit den Gräten gar nicht so einfach. Da muss man sich richtig anstrengen, weil das dauert immer ein, zwei Tage, aber dann geht es dafür leichter. Jetzt sind wir schon fast fertig. Jetzt lösen wir das Filet noch von der Haut und dann können wir schon anfangen, den hauchdünn aufschneiden. Und damit ihr gescheit Fisch filetieren könnt, müssen eure Messer mindestens so scharf wie die Chili sein. Jetzt ist unser Ceviche fertig, unser super leichtes, frisches Fisch-Weihnachtsgericht. Und ganz wichtig, der Zitronensaft gart jetzt den Fisch. Das sollte nicht zu lange sein, also so schnell wie möglich frisch genießen. Für unseren Hauptgang haben wir natürlich wieder unseren Fisch vom Stefan, dann natürlich den Crème von der Bettina. Wir werden auch das Tannennadelöl noch mal einbauen mit ein bisschen Petersilie, wäre eine spannende Geschichte. Und wir haben auch unsere Kartoffeln. Und die heißen im Lungau ein bisschen anders. Wir Erchtling heißen sie.
Hallo, grüß dich. Grüß dich. Du, jetzt, wie schaut es aus bei dir? Ich brauche deine Kartoffeln. Ja, gern. Was hast denn du für Sorten? Sorten haben wir eigentlich, Hauptsorten sind Dieter und Laura. Und zwei Sorten haben wir probiert heuer. Das ist Jule und Valdivia. Wieso haben die eigentlich die alle Mädelsnamen? Laura? Naja, es gibt die meisten, glaube ich, haben Mädelsnamen, weil es klingt ein wenig besser. Okay. Es gibt aber männliche Sorten auch, zum Beispiel Asterix oder ein Asterix. Husar oder, Husar oder ein Hektar. Wenn heute einer eine Sorte züchtet, dann darf er ja auch einen Namen geben, darfst du wahrscheinlich auch. Ja. Und du, ich darf von dir einen Sack mitnehmen. Ich kann eh lagern. Ja. Da einen ganzen Sack. Hast du einen ganzen Sack? Wichtig ist, findest du einen kalt beim Lagern. Ja. Okay? Also das ist zudecken, sonst werden es gehen. Ich darf einen Kartoffelstampf machen. Weißt okay, du, was ja. Da? Ja, nachher weiß ich mal, entweder ein mehliger oder so eine mittelfeste Sorten. Also wir zwingen den Laura eigentlich am liebsten, weil okay. Er für alles passt. Geh, kannst du mir den noch mit zeigen? Ja, freilich. Wer schaut der aus? Warum gerade der Lungau? Wie kommt es, dass da die Kartoffeln so gut wachsen? Wenn sie es so, durch die hohe Seelage und die sonnigen Böen. Boah, ist der schön. Okay. Also rotschollig, jetzt ist er ein bisschen ehrig, jetzt sieht man es nicht so gut. Ja. Aber ganz ja, ein ganz gelbes Fruchtfleisch. Ja, du brauchst ihn gleich ein wenig putzen nachher. Sieht man es gut, ja, sagst du. Ein Ehren sollte roh sein, das ist auch wegen der Lagerfähigkeit. Ja, der Lungau ist eigentlich ein Kartoffel, ich muss jetzt Kartoffel sagen, Gesundungsgebiet. Wir sagen nur Erdling. Wenn sie die Seehöhe macht viel aus, die kühlen Nächte, die sonnigen Böen, das mag der Erdling. Es ist die kalten Nächte sind ganz wichtig für den Krankheitsdruck. Also den mindert man mit dem sehr, weil halt jede Pilzkrankheit zum Beispiel eine gewisse Temperatur braucht, um sich zu entfalten. Und im Biolandbau will man das ja absolut nicht haben. Und man kann es auch und will es auch nicht bekämpfen. Gell? Also je natürlicher, desto besser. Ja. An was kennt man das eigentlich, dass der Kartoffel, wenn der roh ist, wenn man sich den anschaut, dass der gut ist? Also ein Erdling, den man intensiv düngt oder den man auch chemisch düngt zum Beispiel, enthält relativ viel Wasser. Gell? Ja. Und wenn du das jetzt aufschneidest und legst das hin, gell? Ja. Dann siehst du genau, wie verhält sich der. Wenn er eigentlich wenig Wasser enthält, ist er natürlich geschmacklich intensiver. Fangt er nicht so zum Wasser noch. Ja, zum Wasser. Und er trocknet eigentlich nur ganz, er wird so leicht weiß, gell? Ja. Dunkelt ja. Ein bisschen ab, wird weiß. Und bleibt dann auch so. Gell? Und wenn du jetzt zum Beispiel noch ein paar Tage hergehst und schneidest dann wieder eine Scheibe runter, ist eigentlich hinten wieder ganz frisch. Gell? Ah, okay. Der Erdling hat die wunderbare Gabe, dass er, wenn er eine Verletzung hat, dass er vernarbt. Gell? Mhm. Also das ist ein Äpfel zum Beispiel, wenn er einen Schlag kriegt, der wird faul. Und wenn du bei einem Erdling eine Verletzung hast und es kommt nichts dazu, vernarbt es wieder, der bildet so einen Kork, also eine Haut. Ja. Und wenn du jetzt durchschneidest, haben wir das Fleisch, es sollte durchgehend sein, ganz leicht marmoriert, so wie da. Ja, genau. Die Fleischformen sind natürlich verschieden, aber das ist sortenbedingt. Beim Laura ist es halt schön gelb, aber es gibt auch so weißfleischige Sorten und das ist aber fürs Auge, zum Beispiel bei einem Salat oder so, ist das halt nicht so schön. Aber ja. Woher kommt eigentlich das Erdling? Ja, das Erdling ist eigentlich ein Dialektausdruck, nicht, weil man sagt ja zum Beispiel, der Niederösterreicher sagt Grumpieren oder der Burgenländer, dann gibt es in der Sück, sagt man zum Beispiel Nudeln, oder Krumpern und Erdbohnen, alles mögliche. Und im Lungau ist Erdling heißt eigentlich wie Erdling. Also das ist, und im Dialekt heißt das Erdling. Also das ist. Okay. Und beim Erdling ist es ja so, ich sage, das ist wie beim Wein. Sage ich. Es gibt gewisse Weine oder gewisse Gebiete, wo einfach das Gebiet genau für die Frucht passt und das schmeckt man dann auch. Du darfst auch sagen, nimm mir einen Sack von der Laura mit. Ja, gern. Okay? Weil ich glaube, dass der am gescheitsten ist für Püree. Ja, der passt eigentlich für alles. Okay, also passt, doch schnappen wir gleich an, oder? Jawohl. So, zurück aus dem Lungau, da haben wir unsere Kartoffeln. Die werden wir jetzt zubereiten für unser Püree. Das heißt, wir waschen die natürlich, wir schälen die, schneiden die in Würfel und dann kochen wir die in Salzwasser. Fürs Püree tun wir die immer ohne Schale kochen, damit sie diese Stärke schön auskocht, weil wir wollen ein fluffiges Püree haben und keinen Kleister. Die Kartoffel ist ein super Sattmacher bei nur ganz wenig Kalorien. Sie hat viel Wasser und sie hat auch Vitamin C. Als Hausmittel wird sie bei Magenbeschwerden und bei Sodbrennen eingesetzt. Kleiner Tipp am Rande, wenn man die Kartoffel kocht
und dann abkühlen lässt, dann hat sie weniger Kohlenhydrate und diese Struktur der Stärke verändert sich. Das nennt man dann resistente Stärke. So wie die Oma früher die Kartoffeln gekocht hat, auskühlen hat lassen für den Kartoffelsalat. Genau so ist es optimal und das nährt wunderbar unsere Darmflora. Und während unsere Kartoffeln da jetzt kochen, kümmern wir uns um unseren Krenn. Den Krenn, den müssen wir jetzt einmal schälen. Wir brauchen aber nicht viel, wir schälen den nur vorne ab, damit wir den dann reiben können und der richtig schön frisch aufgerieben ist. Und passt auf, da könnte sein, dass ihr ein bisschen weinen müsst, weil der nämlich richtig scharf sein kann, wenn der ganz frisch ist. Und da werden wir jetzt unsere Milch mit ein paar Scheiberln von dem frischen Krenn aufkochen, damit wir in diese Milch noch richtig ordentlich Geschmack reinkriegen und es dann noch mehr nach Krenn schmeckt. Jetzt haben wir da ein Stück runtergeschnitten von unserem Krenn. Schön schneeweiß ist er noch. Und das reiben wir jetzt mit einer ganz feinen Reibe für unser Püree und das mischen wir dann ganz zum Schluss drunter. Wenn ihr den Krenn dann nicht mehr braucht, nehmt ihr eine Küchenrolle, macht die ganz nass und wickelt die um den Anschnitt und dann bleibt der Krenn ewig frisch. Der Krenn, das absolute Must-Have im Winter. Mit seiner bis zu 40 cm langen Pfahlwurzel ragt er in die Tiefe, in die Erde hinein und im späten Herbst bis in Winter hinein wird er ausgestochen, also richtig tief ausgestochen. Ganz oben hat er lange Blätter, die bis 1,20 Meter hoch werden. Man findet ihn auch verwildert, teilweise in feuchten Wiesen, an Flussufern oder auch an Bachufern. Der Krenn ist ein genialer Wirkstoffcocktail. Von Vitamin C bis Folsäure, B-Vitamine, Kalium, Calcium, Phosphor hat aber vor allem die Senfölglykoside enthalten. Und wenn man den Krenn reibt oder schneidet, werden die frei. Und die wirken absolut antibakteriell. Sie helfen uns gegen Erkältungskrankheiten, schützen unser Immunsystem und unsere Abwehr. Gleichzeitig regt er noch unseren Kreislauf an und wirkt hustenlindernd. So, jetzt schauen wir mal, ob es fertig sind. Ja, Kartoffel rutscht selbst vom Messer, beste Zeichen. Jetzt können wir es abgießen. So, und jetzt durch die Presse. Für unser Püree haben wir jetzt noch ein bisschen Butter reingegeben, damit es richtig schön cremig wird und einen leichten Buttergeschmack noch kriegt und unsere super Krennmilch. Ich habe es zwar immer noch nicht so ganz gemerkt, ob das jetzt Echtling oder Erchtling heißt, aber die Kartoffeln aus dem Lungal sind wirklich perfekt für das Püree und das wird super cremig. Und jetzt brauchen wir noch unseren Fisch und den geben wir jetzt in unsere Pfanne und wir braten den nur auf der Haut, damit wir wirklich eine richtig schön krasse Haut kriegen und den brauchen wir eigentlich gar nicht groß umdrehen und dann wird der richtig fein. Einen wichtigen Energiesporttipp habe ich noch für euch, verwendet bei den Pfannen immer einen geschlossenen Boden, damit spart ihr noch richtig Energie. Und woran merkt man jetzt, dass ein Fisch halt richtig frisch ist? Außer, dass man selber fängt, dann ist er frisch. Aber er muss noch richtig schön eine Schleimschicht drauf haben. Die Augen sollten noch glasig sein, ganz wichtig. Und wenn er sich beim Braten ein bisschen verbiegt in der Pfanne, ist das ein super Zeichen, weil dann hat die Haut noch richtig Spannung. Und da könnt ihr euch ein bisschen helfen, indem ihr den Fisch einfach ein bisschen nach unten drückt. Dann bleibt er richtig schön auf der Haut und sie wird durchgehend groß. Und damit die Haut richtig knusprig wird, braten wir den natürlich nur auf der Haut und drehen ihn erst um, wenn er oben dann leicht glasig wird und dann ist er perfekt. Und dann könnt ihr ihn ganz kurz umdrehen und rausnehmen. Und für unseren Fisch obendrauf brauchen wir noch ein bisschen von unserer gewaschenen Petersilie. Und zwar machen wir uns aus der einen Petersiliensalat mit ein bisschen Zitronenabrieb und den marinieren wir dann mit unserem Tannenwipfelöl von der Bettina und marinieren den ganz leicht und geben das dann obendrauf auf unseren Fisch. Thank you.
Wir kommen zu unserem Dessert, ganz klassisch an Weihnachten. Wir haben da eine alte Sorte gekriegt von der Bettina. Und zwar machen wir uns einen Bratapfel, den füllen wir mit Nüsse und mit eingelegten Rumrosinen mit ein bisschen Vanille. Dazu machen wir uns eine Calvados-Sabayon und das sage ich euch, das wird der absolute Renner. Jetzt kümmern wir uns gleich mal um unseren Apfel, den müssen wir jetzt aushöhlen. Für unsere Fülle brauchen wir jetzt unsere Nüsse, da könnt ihr natürlich verwenden, was ihr wollt. Walnüsse, Haselnüsse, andere. Bevor wir den jetzt füllen, schneiden wir ihn hinten noch ein bisschen ab, weil wir brauchen ein bisschen einen Standfuß, damit der ordentlich steht und uns da nicht auf unserem Blech durch die Gegend rollt. Dann haben wir natürlich noch unsere Rumrosinen, die habe ich schon eingelegt in ein bisschen Rum. Macht man so ein, zwei Tage vorher, damit die sich richtig schön vollsaugen mit dem Rum. Ein bisschen Vanille ist schon dabei. Dann haben wir noch ein bisschen was für die Frische, nämlich einen Hauch von Ingwerpulver. Und das Ganze vermischen wir jetzt zu einer richtig schönen, manchigen Masse und die stopfen wir dann in unseren Apfel rein. Der Apfel, der steht bei mir täglich am Speiseplan. Das ballaststoffreiche Pektin regt unsere Darmperistaltik an, Schadstoffe werden besser abtransportiert und es wirkt cholesterinsenkend. Die Flavonoide, die in der Frucht enthalten sind, wirken antioxidativ, das heißt, unsere Zelle wird geschützt. Und in der Schale sind ganz viele Mineralstoffe und Spurenelemente drinnen, allen voran das Kalium, das regulierend auf unseren Wasserhaushalt wirkt. Und wenn wir dann den Apfel nur regional beim Bauern kaufen und nur eine alte Apfelsorte wählen, dann haben wir auch noch wunderbar Vitamin C enthalten. So, jetzt haben wir unseren Apfel richtig bis oben hin vollgestopft, unten einen Kupf drauf gemacht, damit wir da richtig schön Fülle drinnen haben. Und jetzt geht es für unseren Apfel ab ins Rohr. 160 Grad Heißluft, ganz wichtig, spart uns Energie gegenüber der normalen Backrohrfunktion. Und jetzt rein damit. Für unser Sabayon brauchen wir jetzt natürlich frische Bio-Eier, ganz wichtig. Die schlagen wir jetzt auf einem Wasserbad auf, mit ein bisschen Apfelsaft dazu und dem Calvados, und zwar das ist ein Apfelweinbrand, ja, damit wir ein bisschen einen guten Geschmack reinkriegen. Dann kommt noch Zucker dazu und dann machen wir also richtig schöne schaumige Eicreme. Also ich bin selber richtig stolz auf das Menü heute. Richtig tolles Dessert, genialer Hauptgang mit dem Kartoffel-Creme-Püree, super Vorspeise, aber auch von der Bettina super coole Zutaten und Challenges. Und jetzt schicke ich der Bettina noch ihre Fotos, weil ich brauche ja noch Feedback. Aber mit dem Tannennadelöl, da hat sich die Bettina richtig was einfallen lassen, weil ich finde, mit dem bringt man Weihnachten ja so richtig auf den Teller. Wow, Markus! Da sind da echt tolle Gerichte eingefallen. Das Tannennadelöl mit dem frischen Fisch, das harmoniert sicher wunderbar. Und du hast die Weihnachtsgerichte toll angerichtet, super dekoriert. Und als Dessert den Bratapfel, absolut mein Geschmack. Ja, viel weihnachtliches Lob von der Bettina. Und in dem Sinne, ich wünsche euch frohe Weihnachten. Und ich werde das jetzt auch genießen, nämlich mit unserem Team.